Begleiten Sie mich bitte auf einer Fahrt durch unser Land. Ich möchte mit Ihnen einige Orte besuchen, in denen ein wichtiges Problem in vorbildlicher Weise gelöst wurde. Ein Problem, mit dem wir uns etwas mehr beschäftigen sollten. Wir erleben doch täglich, wie notwendig es ist, die Jugendlichen vor den Gefahren der Straße und vor einem sinn- und ziellosen Herumstreifen zu bewahren. Unser erstes Ziel? Pforzheim. Eine fast völlig zerstörte Stadt mit schlechtesten Wohnverhältnissen, unter denen natürlich die Jugend besonders zu leiden hat. Na nun, die Kleine ist aber in Eile. Ich glaube, sie hat den gleichen Weg wie wir. Das Jugendheim, das Haus der offenen Tür. Hier finden sich die Jugendlichen der Stadt zusammen. Lehrlinge, Schüler, jugendliche Erwerbslose und auch die Kleinen. Für sie alle wurde ein Heim geschaffen. Hier können sie sich bei Spiel und Unterhaltung wohlfühlen. Hier können sie lernen und sich weiterbilden. In diesen Räumen haben sie Platz genug und alle Möglichkeiten, ihren Liebhabereien nachzugehen. Denn das fehlt heute fast überall unserer Jugend. Es ist selbstverständlich nicht alles Liebhaberei. Für ältere Jugendliche sind Kurse eingerichtet, um schöpferische Begabung zu fördern und in der beruflichen Weiterbildung zu helfen. Auch das kulturelle Programm nimmt im Heim einen breiten Raum ein. Der Bau dieses Hauses war natürlich mit allerlei Schwierigkeiten verknüpft. Nachdem aber der Kreisjugendausschuss Geld zur Verfügung gestellt hatte und auch die Jugendabteilung der amerikanischen Hohen Kommission die Mittel für die Inneneinrichtung zusagte, beschloss die Stadtverwaltung auf das Drängen der Jugend hin, das Heim zu bauen und für seine Unterhaltung zu sorgen. Das Heim wurde zum Treffpunkt aller Jugendlichen. Zu jeder Tageszeit herrscht hier ein lebhafter Betrieb und alle fühlen sich zu Hause. Hier, eine Gruppe von Fotoamateuren. Sie scheinen mit ihrer eigenen Weisheit am Ende zu sein. Da den Jugendlichen das Recht zusteht, Vorschläge für die Programmgestaltung ihres Hauses zu machen, nehmen Sie diese Möglichkeit wahr. Sie beantragen beim Kreisjugendausschuss die Einrichtung eines Fotokurses. Dieser Kreisjugendausschuss vertritt die Interessen aller Jugendlichen und Jugendverbände und damit auch die Belange des Jugendheimes. Er setzt sich aus Vertretern der einzelnen Jugendorganisationen, Schulen, Gewerkschaften, Sportverbänden und städtischen Behörden zusammen. Den Vorsitz führt der Oberbürgermeister. Im Augenblick wird gerade über den Antrag der Fotoamateure beraten. Ich stelle also fest, dass der Antrag auf Einrichtung eines Fotokurses einstimmig vom Kreisjugendausschuss angenommen wurde. Nachdem dieser Antrag erledigt ist, müssen wir uns nun mit dem Programm für den nächsten Monat befassen. Es ist der 19. und es ist höchste Zeit, dieses Programm festzulegen. Ich bitte Herrn Jugendsekretär Gimm, die notwendigen Erläuterungen hierzu zu geben. Ein Parlament im Kleinen. Ja, dieses Haus der Jugend ist doch wirklich eine gute Kapitalsanlage. Selbstverständlich muss jeder Ort, der für seine Jugendlichen eine Heimstätte errichten will, dieses Problem nach eigenen Mitteln und Verhältnissen lösen. Unser nächstes Ziel? Karlsruhe. Eine Stadt, die nur zum Teil zerstört ist, also rein äußerlich gesehen in einer günstigeren Lage zu sein scheint. Die Raumnot ist aber doch an allen Orten gleich groß. Und so fand sich auch hier für die Jugendlichen kein Platz, um zusammen zu sein. Die Jugendverbände mussten sich überall notdürftig herumdrücken. In Lokalen, in Schulen,
und in Privatwohnungen. Die Stadt war nicht in der Lage, die Jugendlichen finanziell oder durch zur Verfügungstellung von Räumen zu unterstützen. So schlossen sich die Jugendverbände und alle Jugendlichen der Stadt zusammen und veranstalteten eine Lotterie. Na, gewitzte Geschäftsleute sind sie nicht, aber Idealisten. Und mit großem Eifer bringen sie so viel Geld zusammen, dass es ausreicht, ein paar gebrauchte Nischenhütten zu kaufen. Das Gelände wird ihnen kostenlos vom Staat zur Verfügung gestellt. Und jetzt wimmelt es dort von kleinen Baumeistern, die den Handwerkern helfen wollen. Hier kommt der Fritz schon mit seinen Bildern an, bevor noch die Wände des Heimes stehen. Und da auf dem Bauplatz immer allerlei Werkzeuge und Abfälle zu finden sind, nimmt er diese Gelegenheit wahr, sein Seifenkiste fertigzustellen. Die Jungs und Mädels sind schon mit der Herrichtung der Grünanlagen beschäftigt. Allmählich wächst der Bau. Und damit auch das Seifenkiste von unserem Fritz. Als der Erlös aus der Lotterie aufgebraucht war, verschlossen die Jugendverbände neue Hilfsquellen. Das amerikanische Hilfsprogramm für Jugendliche schenkte ihnen auf ihre Bitten hin eine große Baracke und die Inneneinrichtung. Auch die Stadt entschloss sich, ihren Teil zum Gelingen beizutragen und finanziell weiterzuhelfen. So haben sich die Jugendlichen mit viel Energie und mit großem Idealismus ein Heim geschaffen. Jeder Jugendverband hat seinen eigenen Raum und allen Jugendlichen der Stadt stehen Gemeinschaftsräume und ein Spielplatz zur Verfügung. In Zukunft werden sie alle gemeinsam für die Erhaltung ihres Heimes sorgen. Wir sind am letzten Punkt unserer Fahrt angelangt. Esslingen. Eine Stadt, unzerstört und sehr reizvoll. Aber hinter den Kulissen sieht es anders aus. Durch den großen Zustrom von Flüchtlingen und Evakuierten ist jede Wohnung dieser Stadt überbelegt. Diese äußerst engen Wohnverhältnisse erschweren das Zusammenleben sehr. Um allen Jugendlichen zu helfen, stellte die Stadt dieses hübsche alte Haus kostenlos zur Verfügung. Die gesamte Inneneinrichtung und die Ausstattung der Räume wurde mit 20.000 D-Mark aus Hilfsquellen der Jugendabteilung der amerikanischen Hohen Kommission finanziert. So konnte hier ein vorbildliches Jugendheim geschaffen werden, das nicht nur der Esslinger Jugend dienen, sondern gleichzeitig andere Gemeinden zur Nachahmung anspornen möge. Für die Aufrechterhaltung des Heimes selbst sorgt der Kreisjugendausschuss. Der Heimleiter, vom Kreisjugendausschuss angestellt, ist der Mittelpunkt des Hauses. Mit allen Sorgen und Wünschen kommt man zu ihm. Er hilft bei den Schularbeiten, freut sich mit den Kleinen beim Spiel, sorgt bei den lärmenden Burschen für Ruhe und Ordnung und ist jedem ein Freund.
für die Kleinsten ist natürlich das Kasperletheater die Hauptattraktion. Da kann es vorkommen, dass der besorgte Vater sein Kind sucht. Dass bald darauf die noch mehr besorgte Mutter den Vater und das Kind sieht und dass sich dann alle drei überrascht im Jugendheim finden. Ja, das Heim steht allen Jugendlichen der Stadt offen, auch wenn sie 40 Jahre und älter sind. Das Programm des Hauses ist vielseitig. Kaum haben die Kleinsten den Raum verlassen, treffen sich Ältere zu Gymnastik oder zu Fortbildungskursen. Zweimal im Jahr findet ein Jugendforum statt, bei dem alle Probleme der Jugendlichen und des Heimes besprochen werden. Bei dem heute stattfindenden Forum fragen die Jugendlichen und es antworten die Erwachsenen, die Vertreter von Stadt und Land. Was ist der Zweck und das Ziel des Jugendheimes? Wir wollen mit unserem Programm der Jugend helfen, ihre Freizeit sinnvoll zu verbringen. Und wir werden unser Augenmerk besonders darauf legen, dass die jungen Menschen sich hier frei entwickeln können und zur Selbstständigkeit erzogen werden. Wir wollen der Jugend die Türen in eine bessere Zukunft öffnen. In eine Zukunft frei von Angst, Zwang und Not. Denn offene Türen für unsere Jugend. Offene Türen in ein neues Leben. Mögen sich bald in jeder Gemeinde hilfreiche Hände regen, um diesen Gedanken in die Tat umzusetzen.